Abflug nach Madrid. Bayer Leverkusen vor dem dritten Champions League Gruppenspiel bei Atletico, alles andere als in Bestform. Das 0:3 bei Eintracht Frankfurt offenbarte einmal mehr die Leverkusener Probleme in der Defensive. War jetzt ja auch übers Wochenende aus Frankfurter Seite zu hören, die haben die beste halbe Stunde des letzten halben Jahres gespielt, sage ich mal. Im Umkehrschluss ist es dann oft so, dass dann die andere Mannschaft sehr schlecht war. Und wir waren die erste Halbzeit sehr schlecht und haben dann auch verdient 2:0 hinten gelegen. Alles versucht in der zweiten Halbzeit, aber wenn du dann aus vielen Chancen den Anschlusstreffer nicht machst, dann kannst du natürlich nicht zurückkommen. War zwar besser dann, aber im Grunde dann verdient verloren und da müssen wir draus lernen. Und das am besten so schnell wie möglich. Denn in der Königsklasse ist Bayer quasi zum Siegen verdammt. 2 Niederlagen in den ersten 2 Gruppenspielen. Will die Werkself noch in die K.O.-Runde einziehen, muss sie bei Atletico was Zählbares mitnehmen. Natürlich schon in einer gewissen Drucksituation, das muss man ganz offen sagen. Nur noch 4 Spiele. Klar können wir noch einige Punkte erreichen in den nächsten Spielen, aber am besten natürlich jetzt schon in Madrid anfangen, gegen sicherlich eine absolute Top-Mannschaft. Und wenn es uns gelingt, nicht nur eine Halbzeit gut zu spielen, wie bei Juventus Turin oder auch jetzt in Frankfurt die zweite Halbzeit, das über 90 Minuten hinzubekommen und die Qualität haben wir, dass wir das können, dann haben wir sicherlich auch eine Chance. Konstanz ist das Stichwort. Hört man in Leverkusen in den letzten Jahren nicht zum ersten Mal. Aus Sicht von Bayer hilft bei Atletico nur eins: den Druck in positive Energie umwandeln und in eine gute Leistung über 90 Minuten.